Das war natürlich für uns Mädels, früher war das totales Pflichtprogramm und wir sind auch mit so einer geschlossenen Mädchengruppe quietschend irgendwie im Kino gewesen. Ja. Und das sieht wirklich großartig aus. Also die 3D-Effekte sehen wirklich so aus, als wäre das in 3D gedreht worden. Und also was James Cameron da macht, also ist wirklich unglaublich. Wer Titanic im Kino verpasst hat vor 15 Jahren, muss jetzt unbedingt reingehen, weil auch wenn man ihn auf DVD gesehen hat, das kann man einfach nicht vergleichen. Das ist ein großes Schiff, das gehört auf eine große Leinwand. Und ich bin ja auch jemand, der bis zum Schluss immer hofft, dass es gut ausgeht. Ich bin da ja hoffnungslose Romantikerin, aber naja, okay, das wissen wir natürlich alle. Aber ich meine, Leo DiCaprio und Kate Winslet sehen in 3D noch besser aus. Und romantischer und intensiver und schöner. Und ich bin der König der Welt. Also man fliegt mit, das ist echt schön. Ich war sehr, sehr beeindruckt. Ich bin immer noch beeindruckt. Also ich habe den Film erst einmal gesehen, glaube ich. Und es ist auch schon ziemlich lange her. Deshalb wusste ich jetzt auch nicht mehr genau, wie der Film war. Und das sind einfach für mich tolle Kinomomente. Und also ich meine, das ist ja auch schon ein bisschen her, dass der jetzt rausgekommen ist. Und die hatten damals schon so eine krasse Technik. Und durch dieses 3D denkt man wirklich, der ist heute gedreht worden. Also der ist das nicht, dass er nur neu gemacht worden ist. Also es ist einfach ein großer Film mit großen Kinomomenten und ich glaube, die werden durch das 3D nochmal großartiger. Ich werde auf jeden Fall nochmal ins Kino gehen, ganz klar. Der Träume genannt. Und das war sie auch. Das war sie wirklich. In Ordnung. Jetzt öffnen Sie die Augen. Woo! Legt euch ein bisschen ins Zeug. Wir brauchen volle Leistung. Ich habe alles, was ich benötige, bei mir. Das Leben ist ein Geschenk und ich habe nicht vor, etwas davon zu verschleudern. Man weiß nie, was man als nächstes für Karten kriegt. Man lernt das Leben so zu nehmen, wie es gerade kommt. Wenn das Schiff anlegt, werde ich mit dir von Bord gehen.